Hallo, Freunde. Hier gab es noch einen Alternativweg. Wird da woanders hin? Huch. Das wollte ich nicht. Ja, ach. Ich balanciere. Ah, Luftballons. Oh, 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 oh. Warte, oh, warte. Oh. Ah. Mein Controller vibriert. Beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist der Sound des Fortschritts, Baby. Yeah, Baby. Ich bin kein Baby. Oh, ja. Also hier sind wieder Automaten, also sind wir hier garantiert richtig. Was ist mit dem anderen Weg da weiter unten? Kack drauf oder gucken wegen vielleicht dem geheimen Zeichen oder sowas? Wir können ja mal gucken, aber... Na, wird mich jetzt neugierig machen. Ah, gut. Sowieso, das ist auch, oh Gott! Achtung! Das ist einfach so mein RPG-Spieler-Reflex. Ich hab diesen Drang Ding. Einfach in jeder Ecke. Warte mal, da ist was! Oh mein Gott! Ja, da bin ich halt eher weniger konditioniert. Das ist aber meine Behinderung jetzt nett umschrieben. Ja, das ist der Pavlovsche Reflex bei dir. Das sehe ich schon. Da. Ich muss mal ein Glöckchen klingeln, vielleicht fängst du dann an zu sabbern. Das wäre mal was. Oh, oh yeah, guck mal. Oh yeah, oh yeah. Mein RPG, meine RPG-Intuition war richtig. Was hat mir das jetzt gebracht? Du stehst, absolviere 5 Herausforderungen. Es war wieder irgendeine Herausforderung. Hm. Hat das gebracht. Okay. Hat mir das ein. Oh, ich habe sogar 2 Badass-Token jetzt. Ja, sehr schön. Ich mal das hier. Ich habe nur einen. Was soll das denn? Ja, keine Ahnung. Schusswaffen, Treffsicherheit. Das ist gut. Nee, sonst habe ich nichts. Schild mal ein bisschen aufgepumpt. Was passiert eigentlich bei Treffsicherheit? Fängt dann an, das Zielvisier weniger zu wackeln, wenn du... Ne? Ah! Was hast du gemacht? Ich bin runtergefallen. Voll fies. Was ist da los? Nö, aber ich weiß gar nicht, was dann passiert. Wahrscheinlich, obwohl es ja gar nicht so sehr wackelt. Also bei mir, beim Sniper geht's, aber bei meiner Schrotflinte und den anderen Waffen ist das echt mega am Hin- und Herschwingen. Aber nur wenn ich mit Rechtsklick halt reinzoome, halt über Kimme und Korn schaue, dann schon. Sonst wackelt es gar nicht, wenn ich normal... Nö, ich habe ja nur diese Pistolen und so weiter, also so viel Fernkampfwaffen habe ich gar nicht. Das wackelt dann nicht so sehr. Mein Sniper ist wiederum total ruhig, entgegen meiner Erwartungen. Ausgerechnete Sniper. Ja. Sehr mysteriös. Naja, dort wo es zählt, das ist auch immerhin gut. Genau. So, dann sollten wir mal sehr gut, hier ist ein bisschen Laden, einkaufen. Endlich, ey. Ah. Es ist ein guter Tag voller Möglichkeiten. So, kaufen, kaufen, kaufen. Mach mal alles voll. Über einen guten Verkauf. Oh, ich bin sein millionster Kunde. Ist das nicht toll? Echt? Du auch? Cool. Ja. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Ich hoffe, du bist geimpft. Was war das für eine Frage? Was hast du vor? Was? Witch-Klassen-Mod. So. Level 8. Turtle Shield. Ja. Dann raus. So, kann ich noch irgendwas verkaufen? Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Gucken wir mal. Ich glaube... wie kann ich denn verkaufen? Also... Machine Gun, bla bla bla. 3 Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, weil... So viel Zeug. Hey. Hey, 2,4. Dann behalte ich mal. Hey. Ich glaube, vielleicht muss ich auch einfach mehr nach... Mehr nach Level der Waffen einfach gehen und mir gar nicht so sehr hier alles angucken. Naja, weiß ich nicht. Weil ich hab... Was ist das denn? Level 8, Level 8. Oh, ich hab sogar noch eine Level 6 Waffe. So.
Das ist Level 10. Bin erstmal wieder versorgt. Konnte man auch regelmäßig so Munitionslevel-Ups kaufen? Das ging, oder ging das hier über Skills? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das geht nur über das Iridium, was wir ständig einsammeln. Ach, stimmt, da konnten wir doch so bei dem einen Typen da in Sanctuary immer einkaufen. Also genau. Das geht jetzt nur noch darüber. Okay. Ich hatte mich schon gefragt, weil wofür das Iridium nochmal gut war. Stimmt. Und auch diese Rucksack-Slots, dass die ausgerüstet werden und so, dass du da mehr bekommst. Das kannst du auch alles nur noch mit dem Iridium kaufen. Ah, genau. Okay. Müssen wir unbedingt wieder upgraden, weil langsam... Mm. So, ich will nur noch mal... Ich wechsle mal die hier aus mit der hier. Habe ich mal noch eine Shotgun? Gut. Nee, die ist... Ich bin bereit, wenn du bereit bist. Ich sehe schon unseren Endboss da hinten. Den Endboss kannst du noch nicht sehen, der ist nämlich noch nicht da. Ach so, weil da ist einer, da heißt einfach nur Bruiser. Ja, das ist ein Bruiser. Achso, es ist kein Eigenname irgendwie so, ich bin der Bruiser, was weiß ich. Firehawk Lair, nee, jetzt müssen wir erstmal uns... Das ist ein ganz normaler... Oh, Level 13, ne? Da werden wir Spaß haben. In der Zwischensequenz. Ach, die wurden sowieso gekillt von dem. Oder von ihr. Ach du, wer ist denn das? Die kennen wir doch. Genau, Lilith ist der Firehawk. Hallo. Deswegen, ja. Oh toll, sofort schlapp gemacht. Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Die ist ja so viel cooler als im ersten Teil mit ihren glänzenden Tattoos und so. Hm, sieht ein bisschen besser aus. Ich belebe mal wieder. Ja. Ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Iridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Vergiss es, das benutze ich für Upgrades. Nix kriegst du. Sag mal, glaub mir, wir werden sie noch gebrauchen können. Aber coole Frisur hat sie. Ja, sie sieht auf jeden Fall ein bisschen stylischer aus als im ersten Part. Du musst mir unbedingt sagen, wie viel Gel du dafür gebraucht hast. Das ist unfassbar. Sieht aus, als ob sie mit den Stacheln jemanden killen könnte. Miau. So, Kiste Nummer 1. So, brauchen wir noch mehr? Das ist das Zeug. Gibst du es mir? Ja. Danke sehr. Ich kann es dir auch geben. Mann, ey! Das ist hier über Gedankenkräfte. Ja, hast du mir das gegeben? Was zur Hölle? Ach, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Oh. Und jetzt geht's ab. Oh oh. Genau. Okay, jetzt so. Jetzt wird's richtig lustig. Ich sehe zu, dass ich ein paar für dich phase. Ja, was ist denn hier Phase? Sollte ich mich jetzt bedanken, oder? Wow! Oh Gott, fürs Scharfschützengewehr ist das viel zu hektisch. Ich muss da anders rangehen. Was bist du denn? Ah, da rum. Ach, die macht das ja schon sehr gut ohne uns. Ja, ja, die ist... Die hat auf jeden Fall... bessere Kräfte als im ersten Teil. Ja. Die wären richtig cool gekommen im ersten Teil. Ja. Wenn man die auch hätte selbst benutzen können. Hm. Badass ist wo? Ah, da oben. Wow! Ah, scheiße. Na los, Lilith, zeig mal, was du drauf hast jetzt hier. Gib dem Badass. Gib ihn! Nein! Habe ich 4 Magazine leer geballert an dem Typen. Ja, der ist ordentlich und da oben kommt schon der nächste. Ah, super. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Los, Firehawk! Gib ihm Le Explosion! Ausweich! Ja. Juhu!
Waren wir da? Munition, es ist noch nicht vorbei. Boop. Na, nicht vorbei. Really? No, jetzt kommen sie von da oben. Ah, okay. Und am Ende dann von aus der Mitte. Meine Mami ist bestimmt nicht mitgegangen. Guter Schuss. Lululululu. Ey! Ey, jetzt bleib doch mal hier, Mann. Gut gemacht, Firehawk. Gut gemacht, Firehawk. Firehawk sagt, gut gemacht. Sehr gut. Ach, von da oben kommen jetzt aus beiden Richtungen. Ah ja, alles wird gut. Gut gemacht. Well done. Ja, haben wir's jetzt. Wie viele haben die von diesen Psychos? Ziemlich viele. Wenn die mal ein bisschen Munde fallen lassen würden, wär's geil. Oh, super. Oh, nö. Super, super. Ja, genau. Rennt mal alle da runter. Oh nein, nicht zu mir. Gib ihm! Ich war tot! Ja, wo ist er denn? Ich seh nichts! Scheiße! Wo sind die Heilfiolen? Wir lagen doch so viele rum irgendwo. Oh! Oh Gott! Ja, nimm das hier! Ich bin fast tot, scheiße! Oh! Was war das für eine Explosion? Komm schon! Ah, mein Arm wurde in mein Gesicht gezogen. Was? Warte, überlass mir mal den letzten Schuss vielleicht. Ach, sehr gut, danke. Ich heiße ja nicht wie du. Ach so, und auf was bist du da damit hinaus? Gesundheit! Okay. Boah! Brauchst du jetzt schon wieder Iridium, du oller Junkie? Naja, die hat ja auch gerade gekämpft wie... Tatsächlich? Ja, doch. Ey. Warte, ich sammel's ein und du gibst es ihr. Okay. Okay, gib's ihr. Ja, das ist das Zeug. Bitteschön. Okay, ich bräuchte wieder neue Muni, also... Ja, sag ja, die Kammer auf, es sind meine Sirenenkräfte ziemlich... umwerfend, dank diesem Iridium-Zeug. Keine Ahnung warum. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Okay, haben wir jetzt die Chance, nochmal kurz Muni einkaufen zu gehen, bevor wir mit dir sprechen? Oder können passiert... Wir können erstmal die okay. Belohnung kassieren. Sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Du musst den finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still. Nein! Oh nein! Hast du den ganzen Loot hier eingesammelt? Hier liegt mir gar nichts mehr. Ja. Oh. Es glänzt so schön. Ich hab dich gerade mal 3 Meter weit bewegt, oder? Super. Sorry, ich bin noch am Üben. Na toll. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Yes! Okay. Gut, dann können wir ja doch noch einkaufen gehen. Ne, wir kommen ja über einen anderen Weg jetzt zurück, oder? Mal gucken. Ups, das habe ich irgendwas eingesammelt. Ja, das war irgendein Schild oder sowas. Ja. Der hat uns hier auf die andere Seite jetzt teleportationiert. Teleportioniert? Teleportioniert. Das hört irgendwie lecker an. Nom nom nom. Okay. Yeah. Hier auch noch irgendwas? Nein, hier geht's nur steil runter. Und hier geht's steil bergauf. Das ist genau die Richtung, die ich haben möchte. Na, jetzt nimm doch mal das blöde Geld hier.